Es gibt Tage, an denen habe ich einfach nicht genügend Zeit, um aufwendig zu kochen. Mein Tag besteht oft darin, Videos zu produzieren, Bücher zu verpacken, E-Mail zu beantworten, meine zwei Kätzchen zu bespaßen und vor kurzem habe ich auch wieder mit Fitness angefangen. Und da bleibt einfach nicht genügend Zeit, um mich dann noch in die Küche zu stellen und da was Aufwendiges zu kochen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einigen von euch genauso gehen wird. Genau aus diesem Grund möchte ich euch heute zwei super einfache, sehr leckere Gerichte zeigen, für die man kaum Zeit und kaum Aufwand in der Küche benötigt. Das erste Gericht wird eine One-Pot-Pasta sein. Wir werden Spinat dafür verwenden und sie wird richtig schön cremig sein. Das zweite Gericht werden gebackene Cherry-Tomaten sein. Super einfach, trotzdem extrem aromatisch. Man muss sie eigentlich nur würzen, in den Ofen tun. Dazu gibt es dann Nudeln und man hat richtig schnell ein super leckeres Gericht. Am Ende machen wir ein kleines Taste-Testing und um es so objektiv wie möglich zu gestalten, wird meine Freundin beide Gerichte probieren und euch sagen, welches ihr am besten gefällt. Beginnen wir mit dem One-Pot-Nudelauflauf. Und hierfür benötigen wir kurze Nudeln. Ich habe Spiralnudeln verwendet. Die geben wir in eine Auflaufform. Schneiden getrocknete Tomaten klein. Ich habe welche verwendet, die in Öl eingelegt waren. Geben sie mit dazu. Danach habe ich eine Zwiebel erstmal geschält und dann in ganz feine Würfel geschnitten. Ihr könnt sie aber schneiden, wie ihr wollt. In Streifen, geviertelt. Alles passt wirklich super dazu. Wir benötigen noch Tomaten in Stücke, zwei Knoblauchzehen und achtet darauf, dass ihr sie schön fein hackt. Für den Auflauf verwende ich am liebsten gefrorenen Blattspinat, der noch seine Blätter enthält und nicht gehackt ist. Jetzt wird der Auflauf noch gewürzt und zwar mit Salz, mit edelsüßem Paprikapulver, ein paar trockene Kräuter der Provence, Olivenöl und ein Schuss Balsamico-Essig. Die Nudeln benötigen natürlich genügend Flüssigkeit, um im Ofen zu kochen und deswegen habe ich Gemüsebrühe und Hafersahne ergänzt. Das Ganze muss jetzt wirklich gut miteinander vermischt werden. Zum Schluss kommt noch reichlich veganer Streukäse über den Auflauf. Der wird dann bei 190 Grad für etwa 35 bis 40 Minuten im Ofen gebacken. Und ihr könnt schon sehen, der ist richtig schön cremig geworden. Und es geht direkt weiter mit den gebackenen Cherry-Tomaten. Das ist definitiv eines meiner absoluten Lieblingsrezepte. Das Gericht ist wirklich super simpel gehalten. Wir geben einfach nur Cherry-Tomaten in eine Auflaufform, schneiden Knoblauch in relativ breite Streifen, geben sie mit dazu, ergänzen Oregano, Olivenöl, schneiden Zwiebeln in relativ dünne Scheiben und geben sie mit Salz sowie schwarzen Pfeffer in die Auflaufform. Jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch gut miteinander vermischt werden. Backen die Tomaten bei 200 Grad für etwa 25 Minuten und in der Zwischenzeit können wir in reichlich Salzwasser unsere Pasta vorkochen. Sobald die gebackenen Tomaten und die Pasta fertig sind, geben wir sie in eine große Schüssel, vermischen alles gut miteinander und ich habe noch Basilikum dazu gegeben. Ihr könnt frischen Basilikum verwenden, aber ich finde, der gefrorene hat auch richtig gut gepasst. So schnell sind beide Gerichte fertig und ich bin sehr gespannt, wie die Gerichte bei der Verkostung abschneiden werden. So Schatz, das sind die beiden Gerichte und du musst sie jetzt mal für uns probieren. Du gibst uns eine Bewertung von 1 bis 10. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste, wie es dir gefällt. Und du kannst auch noch was dazu sagen, allgemein wie es dir gefällt, was du daran magst, was du nicht daran magst. Und ob es deine Geschmacksnote getroffen hat. Mmh. Wow. Nein, wirklich. Okay, 1 bis 10. Ich würde tatsächlich eine 9 geben. Ich finde es super lecker. Ich bin auch Nudelfan, ich bin Tomatenfan und beides kombiniert finde ich richtig gut und ich finde, das muss ich ehrlich sagen, tausendmal besser als so eine klassische Tomatensoße, wo alles mit diesen passierten Tomaten, weil es irgendwie schön ist, noch hier so ein bisschen dieses Natürliche zu haben mit den Stückchen drin und man merkt einfach, dass es frischer ist, als irgendwie diese aus der Dose, sage ich jetzt mal, diese passierten Tomaten, die man sonst auch manchmal verwendet. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut, sehr intensiv, bin ich ein Fan von. Gut, dann können wir gleich das nächste hier mal probieren. Was ist das nochmal für eine Soße jetzt? Das ist ein One-Pot-Auflauf. Ich habe eigentlich alles nur in eine Auflaufform gegeben, mit Nudeln, Spinat, Hafersahne, Gemüsebrühe, ein paar Gewürze. Und so sieht das dann aus nach 40 Minuten. Wow. Okay, dann mache ich jetzt noch mal ein bisschen extra Soße. 1 bis 10? Für mich tatsächlich, weil ich das davor gegessen habe, eine 7 bis 8.
Also auch sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Also eine 8. Ich sage auf jeden Fall eine 8. Weil das ist so schön cremig. Und mit dem Spinat finde ich auch sehr gut. Ich esse Spinat sehr, sehr gerne. Dadurch, dass ich auch Tomate noch ein bisschen mehr mag, habe ich das jetzt am Anfang noch ein bisschen mehr weggehauen. Aber ich finde es sehr schön auch in der Kombination mit den Nudeln und mit den Zwiebeln und ja, einfach diese Cremigkeit, die da drin ist. Gut, bei dem Anblick, wie du gerade isst, kriege ich richtig Hunger. Ja. Ich habe gar nichts gegessen, deswegen lege ich die Kamera jetzt mal weg. Genau. Und dann fangen wir mal an. Gessen. Und so schnell sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, abonniert gerne meinen Channel. Ihr könnt auch auf die Glocke drücken und somit verpasst ihr dann kein einziges Rezeptvideo mehr von mir. Noch ganz wichtig, was mich extrem interessieren würde, ist, was für Videos interessieren euch eigentlich? Was wollt ihr gucken? Danach will ich meinen Content richten, damit er an euch angepasst ist und ihr wirklich den größten Mehrwert daraus ziehen könnt. Ich versuche jetzt gerade mit unterschiedlichen Formaten zu spielen. Einmal will ich unterschiedliche Restaurants testen. Ich mache natürlich weiterhin meine Rezepte hier und vielleicht mache ich auch noch vegane Produkttests. Deswegen sagt mir einfach mal, was euch gefallen würde und vielleicht kann ich es dann in Realität umsetzen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.